So, da haben wir das Schild doch noch gefunden. Und Markus hat uns verewigt. Golde Wahlberg, 1672. Wir sind aber eigentlich schon auf dem Weg zu einem neuen Pass. Und zwar heißt der Col de Cayol, der jetzt kommt, ne? Ja. Schön. Ich gehe mal. Wo hast du uns denn hingeklebt? Oh, genau in die Mitte. Sehr cool. So, wir sind noch keine 3 Meter weit gekommen und dann haben wir diesen schönen Aussichtspunkt entdeckt. Der ist echt grandios. Da ist nochmal so ein Schild und da sind so die Berge abgebildet, die man halt im Hintergrund sieht und benannt. Total cool. Ich muss mal ein bisschen zoomen. Und dann hat man von hier aus dieses Panorama. Das ist schon echt. Ich meine, wir lieben ja die Berge eh. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt gerade so einfangen kann. Ich glaube, man kann es einfach nicht so sehen, wie wir das jetzt gerade hier in echt sehen. Aber es ist wirklich ganz toll. Wenn ihr hier vorbeikommt, haltet an. Lohnt sich auf jeden Fall diese Aussicht. So, jetzt waren wir hier in einer leckeren Bäckerei. Also ob das lecker ist, was wir gekauft haben, wissen wir jetzt noch nicht. Und das ist ein total schönes Städtchen hier. Und wir hatten echt mal Glück. Wir sind hier reingefahren. Normalerweise ist es immer etwas schwierig, dann so einen Parkplatz zu finden. Aber wir hatten mal Glück. Da ist direkt unser Parkplatz. Und da wir heute Morgen noch keinen Bock auf Frühstück hatten, wie gesagt, haben wir uns jetzt erstmal das Baguette gekauft. Natürlich noch 2 leckere Stückchen Kuchen. Ja, und jetzt fahren wir weiter. Schönes Dörfchen hier. So mit den Bergen dann da hinten im Hintergrund. Großartig. Bis später.
am Col de Cayol angekommen. 2326 Meter hoch. Ist ganz schön frisch hier. Und ja, grandios. Die Sonne ist draußen, Gott sei Dank. Sonst wäre es echt richtig kalt. Wie viel Grad haben wir, Markus? 13? Okay. Und ja, wir stehen da hinten auf dem Parkplatz und werden jetzt erstmal was frühstücken. So, nochmal ich. Wir sind immer noch nicht zum Frühstücken gekommen, machen wir aber gleich. Ich wollte nämlich noch was hinzufügen. Also, wir sind ja jetzt am Col de Cayol. Und es ist so, dass man von hier aus, das ist ein schöner Parkplatz, und da kann man eine coole Wanderung machen. Wir haben auf der einschlägigen App nachgesehen und von hier aus kann man wohl zum Lac de Alos wandern. Das wollen wir wohl gleich machen. Ja, und dann habe ich noch was gesehen. Dafür muss ich aber erst noch die Kamera einmal drehen. Moment. So, also das ist unsere Sicht. Da, wo wir jetzt mit dem Wohnmobil stehen, man sieht, der Nebel zieht hier ganz schön rüber. Hoffentlich hier irgendwie über den Bergen weg. Ja, aber was ich eigentlich noch sagen wollte ist, also wir stehen auf diesem Parkplatz und da ist so ein Schild. Gehe ich jetzt mal hin. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das nämlich so, wir fahren ja diesen Pass hier weiter. Und wenn ich das richtig deute, ist es so, dass in 27 Kilometern ein Tunnel kommt. Und da darf man nicht höher als 3 Meter sein und nicht breiter als 2,40 Meter. Ja, wir sind nicht höher als 3 Meter. Wir sind irgendwie 2,90 Meter, sagt Markus. Und 2,40 breit sind wir schon gar nicht. Ja, und dann wollen wir mal sehen, ne? Ob das denn dann so hinhauen wird, wie wir uns das vorstellen. Hoffentlich, ja. Ist nur noch mal ein kleiner Hinweis am Rande, wenn ihr halt hierher fahrt, dass ihr das im Vorfeld bedenkt. So, jetzt noch einen kleinen Schwenk darüber. Da gibt es noch Schnee. Überall sind noch so kleine Schneereste zu sehen. Hier auch. Ah, jetzt wird gefrühstückt. Bis später. Gut gestärkt. Mit einem leckeren Frühstück machen wir uns dann auf den Weg, um endlich die Wanderung zu starten. Aber irgendwie haben wir an dem Tag kein Glück mit der Technik. Vergessen, das Mikro anzumachen. Später haben wir noch festgestellt, irgendwas stimmt mit der App vom Gimbal nicht. Das hat alles irgendwie so gewackelt und gezittert. Also ja, also an dem Tag wollte die Technik einfach nicht so, wie wir wollten. Aber wir konnten dann zumindest mal losgehen. Wir haben natürlich ja nicht gemerkt, dass das alles nicht stimmte. Ja, so what? Was will man machen, ne? Dafür kann man ja im Nachhinein Gott sei Dank nochmal hier reinsprechen. Naja, wir sind dann losgewandert. Ich versuche da gerade was zu erklären in dem Video und habe immer noch nicht geschnallt, dass das Mikro noch auf stumm geschaltet war zu dem Zeitpunkt. Und es ist so, dass man im Nationalpark Mercantour nicht übernachten darf und man darf auch keine Hunde mit sich führen. Ja. Und dann sind wir halt weitergezogen auf unserer Wanderung. Aber seht selbst. Man muss voll aufpassen, weil es echt total rutschig ist. Wahnsinn. Okay.
drauf haben, denn ich habe die GoPro an. Ja? Ja, du rutschst natürlich da nicht weg. Nee, ach, aber nass. Kann man null einschätzen, gell? Nasse Füße. Ja. Jetzt hat uns leider der Regen erwischt. Aber zum Glück nicht so dolle, nur ein bisschen Regen. Aber wir sind ausgestattet, haben Regenjacken dabei, alles gut. Markus, reparierst gerade noch den Zaun oder was? Ja, ich aushalten. Hier ist schon wieder so ein blödes Schneefeld. Ich finde die jetzt, in Videos fand ich die immer super, jetzt finde ich die doof. Weil man nicht abschätzen kann, ob man in der nächsten Kuhle versinkt. Und Markus meint hier, die Zäune wieder aufstellen zu müssen. Der repariert mal nebenbei noch den Zaun hier. Ich bin ganz schön außer Atem. Ja, guck mal, hast ihn wieder aufgestellt. Super. Markus. Toll! Die Königin kommt hinterher, dann weiß ich, wo du einsinkst und ich auf keinen Fall lang gehe. So, jetzt sind wir hier oben angekommen und jetzt würde es eigentlich da vor dein Gesicht, Entschuldigung, Markus. Zeig du doch mal bitte. Nein, hinter uns einfach über den Kamm, aber da hat man keine Chance. Da zeig doch mal einen Finger dahin. Genau, da müssten wir hoch in dieser Kuhle, wo der ganze Schnee da liegt. Und ja, da haben wir keine Chance. Also wir haben nämlich keine Steigeisen dabei und keine Spikes oder was man auch so immer da brauchen würde. Und selbst wenn ich das hätte, würde ich da jetzt so nicht hochgehen. Man weiß auch nie, wie tief es in den Schneefeldern runter geht. Das ja, ist viel zu gefährlich. Also machen wir nicht. Aber es wäre da wohl lang gegangen, ne? Ja. Und dann noch ein Stückchen den Berg hoch. Und dann auf der anderen Seite. Und auf runter. Der anderen Seite wieder runter und dann wäre der See gekommen. Gut. Für uns jetzt heute nicht. Trotzdem war es ganz nett, ne? Hier ja, hochzugehen war okay. Ja. Das war schon in Ordnung. Wie würdest du den Wanderweg einschätzen? Bis hierhin einfach. Einfach bis auf die Schneefelder, Stück, ne? Das schwere Stück kommt jetzt ja, erst. Ja, die Schneefelder sind halt tricky, ne? Weil man nie weiß, wie tief. Ich glaube, das habe ich auch schon 30 Mal gesagt. Ja, dann werden wir jetzt hier eine kleine Verschnaufpause machen. Und dann gehen wir einfach wieder zurück. Und wir würden sagen, bis später.
gleich schon wieder am Parkplatz angekommen. Wir waren jetzt nicht so lange unterwegs, waren nur 2 Stündchen. Aber auch in Ordnung, war trotzdem schön. Nur so ein kleiner Schauer und dann kommt wieder die Sonne raus. Ja, so ist das hier halt. Und jetzt überlegen wir, was wir als nächstes machen. Vielleicht machen wir einfach auch nichts. Nee, keine Ahnung. Wenn, dann nehmen wir es bestimmt, also halten wir es bestimmt noch fest. Ja, mal gucken. Ich sag erstmal bis später oder bis morgen. Ich weiß es noch nicht. Nach der leckeren Stärkung bei einer Tasse Kaffee und leckeren Kuchen machen wir uns auf den Weg. Der nächste Col wäre der Col de Vars. Wir machen aber einen Abstecher zu Route de la Bonette. Das ist die höchste Straße Europas mit 2302 Metern. Und das müssen wir uns natürlich unbedingt anschauen. Deshalb werden wir zunächst erstmal dorthin fahren. So, mit dem nächsten Video geht es weiter. Da muss jetzt keiner entgegenkommen, ey. Ja. Und die Strecke hat es mal wieder wirklich in sich.